Und da sind wir auch schon wieder zurück in Vampyr und natürlich die Entscheidung, die noch aussteht. Ich sage immer noch, dies ist kein Geschenk. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Vor allem, wir haben ja unsere eigene Schwester auch noch auf dem Gewissen. Das war ja die erste Handlung, die wir überhaupt gemacht hatten, weil wir so einen Durst hatten. Was soll daran ein Geschenk sein? Ja, die sind unsterblich und so, es ist schon natürlich. Hand aufs Herz, wenn man die Möglichkeit hätte, wer von euch würde es ausnutzen und wer würde es ablehnen? Schreibt das mal in die Kommentare rein, das würde mich echt interessieren. Aber für mich, muss ich echt zugeben, glaube ich, wäre es nichts. Sie müssen sich entschuldigen, das ist nicht unterhaltsam, wir brauchen einander. Finde ich, ist die beste Lösung von den drei. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Oh, yeah. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Oh je. Okay, wir können ja das Büro durchwühlen. Alles anschauen, alles einpacken, was irgendwie möglich ist. Sowas hier. An Rakesh? Aha. Ich sag ja, die ganzen Texte, sich das alles durchzulesen, könnte noch sehr interessant werden, ne? Okay, das müsste erstmal gewesen sein. Na, wir sprechen uns noch, lieber Doktor. Sie haben sehr viele EP zu vergeben für mich. Aber 1410 Pünktchen haben wir jetzt erstmal zu verteilen. Das ist eine ganze, ganze Menge. Und ich bin auch sehr froh darüber. Nebenbei möchte ich aber trotzdem gerne noch eins gegen Erschöpfung herstellen. Mehr geht ja auch noch nicht. Analysieren. Leichtes Blutserum regeneriert 60 Blutpunkte sofort. Oh, okay, ich glaube, wir werden unser Inventar noch voll pumpen mit Spritzen und solchen Sachen. Macht ja jetzt auch nicht wenig Sinn, ne? Gut, großer Durst, das möchte ich nebenbei auf jeden Fall machen. Wenn der Biss im Kampf benutzt wird. Auf welcher Taste war Biss überhaupt? Ich habe das bis jetzt gar nicht gesehen. Müssen wir mal im Auge behalten auf jeden Fall. Ich habe gemerkt gehabt, die Ausdauer ist unfassbar wichtig. Die werde ich sogar um 2 Punkte erhöhen. Wegen der Unsichtbarkeit zum einen und zum zweiten. Der zweite Punkt, der halt auch extrem wichtig wirklich ist, ist halt eben nicht nur die Unsichtbarkeit, sondern natürlich auch das Ausweichen. Ne, warte mal. 2-2, das passt schon erstmal. Wir haben beides auf 2, korrekt? Also quasi beides auf 1. Jetzt kommt Stufe 2. In dem Fall Stufe 3. Das ist auch noch ein bisschen verwirrend, aber ist okay. Ich denke mal, es wird trotzdem schon sehr, sehr viel ausmachen, ne? Die Blutkapazität könnten wir uns natürlich auch noch überlegen. Aber bis jetzt hat es ja eigentlich wunderbar ausgereicht. Damit bin ich erstmal zufrieden, so mit den Standardsachen, die wir bis jetzt haben. Wissenschaft ist halt noch eine Sache, wo man eigentlich auch überlegen könnte. Du kannst jetzt 3 Serien mit dir tragen, was halt eigentlich schon wichtig wäre, wenn wir von jedem quasi 1 mitnehmen könnten. Und vielleicht ein bisschen Reserve dabei hätten. Munition natürlich auch wichtig, aber erstmal möchte ich hier nur 1 machen.
Weil Munition, ich kann die Waffen irgendwie nicht wechseln. Ich weiß ja auch noch nicht, warum. Wie gesagt, in der Tastaturbelegung habe ich schon alles geändert. Deswegen werden wir jetzt hier erstmal auf Sera gehen. Einfach, dass wir unsere Punkte erstmal ein bisschen verteilt haben und wissen, wie, wo, was, wann. Stufe 10 benötigt. Bei Stufe 10 können wir also dann hier ordentlich reinpumpen. Wut, du verlierst die Kontrolle und entfesselst für kurze Zeit das Biest in dir. Das Biest springt rasend schnell zu allen Gegnern in deiner Nähe und greift sie wuchtig an. Abgrund. Du erzeugst einen Schattenwirbel an den Füßen deines Ziels. Die Lebendigen werden den Schatten unterbrechen, die Aktionen deines Feindes im Bereich und fügen ihm enormen Schaden zu. Oh. Gefällt mir schon mal. Blutkessel. Du konzentrierst deine Kraft, um das Blut deines Ziels zum Kochen zu bringen. Bis es wuchtig explodiert und dem Ziel und anderen Zielen in der Nähe Schaden zufügt. 2000 Schaden. 600 Schaden. 1300 Schaden. Unterschied ist, ein Schattenwirbel an den Füßen deines Ziels, die lebendig werden, Schatten unterbrechen die Aktion eines Feindes im Bereich eines Feindes. Klar macht das hier weniger Damage. Aber seien wir mal ganz ehrlich. Du konzentrierst deine Kraft, um das Blut deines Ziels zum Kochen zu bringen, bis es wuchtig explodiert und dem Ziel und anderen Zielen in der Nähe Schaden zufügt. Wäre also vielleicht gar nicht mal so blöd, sich dafür zu entscheiden. No. Spricht mich bis jetzt am meisten an von den drei. Und so allgemein bin ich, wie gesagt, jetzt unfassbar zufrieden. Wir bestätigen das Ganze, wir sind Level 8. Und dadurch wird ja auch automatisch gespeichert. Schönes Ding. Sauber. Wir können jetzt einiges machen. Und zwar können wir jetzt zuallererst mal zurückgehen. Unseren lieben Patienten da drüben eine Runde heilen. Und wie soll ich sagen? Ihn auf eine Reise begleiten. Ihm das Leben ein bisschen erleichtern. Wieso gibt es hier auf einmal Kisten, die ich looten kann? Hä? Das sind doch alle Sachen, die wir noch brauchen. Also immer wieder. Ich bin verwirrt. Kann es sein, dass immer mehr Stück für Stück die Sachen spawnen? Das ist ja unglaublich hilfreich. Jetzt müsste ich rein theoretisch wieder durchs ganze Krankenhaus laufen, damit wir auch ja nichts vergessen, verpassen etc. Ne? Das werden wir auch auf jeden Fall mal schnell machen. Gut, hier ist er noch verschlossen. Hier ist auch wieder. Sobald wir uns hinlegen, spawnen nicht nur die Gegner wieder, sondern auch die medizinischen Sachen. Du Heiliger. Wenn wir auf Deutsch jetzt alles nochmal, also Tag für Tag ablaufen würden. Uiuiuiuiui. Ja, tief durchatmen, mein Freund. Tief durchatmen. Was brauchen wir halt wirklich? Also da gibt es gar nicht irgendwie lieber zu viel als zu wenig. Also gefühlt ist es immer zu wenig. Atmen Sie bitte tief durch. Ich gebe hier gerade mein Bestes beim Fahren. Warum verheimlichen? Worum geht's? Ich habe das beim Vorbeirennen gelesen. Hier draußen auch. Ach du Heiliger. Wahnsinn. Aber die hier nicht wieder, oder? Nee, okay, das spawnt nicht wieder. Aber jetzt hier drüben wieder.
Ergotamin, was ist das? Wofür wird das verwendet? Noch nie gehört. Okay, hier war aber soweit nichts mehr. Hier ist noch eine Mülltonne. Und hier sehe ich ebenfalls schon Kisten. Mitnehmen bitte. Wie gesagt, es ist ja nicht schlecht. Aber es ist halt auch nicht gerade so praktisch, wenn man alles fünfmal ablaufen muss, damit man wirklich alles einpackt, immer wieder Loot hat. Das ist natürlich schon ein bisschen was, wo wir hier unterwegs sind. Wo ja auch wirklich jedes Mal die Zeit drauf geht, ne? Okay, jetzt schauen wir hier den Vorhof noch an. Und dann hauen wir auf jeden Fall ab. Okay, das ist noch die Hauptquest. Blue took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind. The blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Okay. Ich fühle mich in das Licht geführt. Swansea hat einen Faible für Vampire. Schön, sie zu sehen. Wir könnten jetzt nachtragend sein. Ja, er ist schon sehr Vampir. Ja, ein sehr großer Vampirfreund, sage ich jetzt mal. Schön, sie zu sehen, ist aber, finde ich, das Neutralste. Apologies. Sie hat uns das Leben gerettet. Taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Okay, Patienten, die ihr Probleme bereitet haben. Ich habe Fragen zu Vampiren. Ich bin hier, um zu helfen. Erstmal die Frage. These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Ich weiß nicht, ob ich ihr vertrauen kann. Ihr Bestes geben? Ja, ein bisschen Hals und dann auf die Straße schicken, oder wie? Aber bis jetzt hat sie nichts falsch gemacht. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Ich mache mir gerade Sorgen, dass es verschiedene Enden gibt. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Kim? Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion.
I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Okay, wie kann ich helfen? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Okay. Who would be so foolish as to threaten you, a kindred spirit? Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Oh ja, hat sie recht. Okay, weiter geht's. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Okay. Ist es wahr? Ich kümmere mich darum. Okay, komm. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. Das hört sich nach einem langen Auftrag an. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Das würde mich wirklich brennend interessieren, ob es vielleicht sogar dafür eine Heilung geben würde. Total bescheuert, glaube ich natürlich nicht, aber man weiß es nie. Sprich mit, mache ich sofort, aber es, wie gesagt, es gibt hier so viel Loot, das ist ja Wahnsinn. Also wir haben jetzt wohl gerade so viel einsammeln können, das wird uns richtig viel weiterbringen. Gut, sprich mit Harriet im Krankenhaus, beginne ich zur Apotheke, wir haben Quests, wir haben was zu machen und vor allem sehen wir das Ganze in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, würde mich sehr freuen. Schreibt was Nettes in die Kommentare rein. Optimal natürlich ein Abo dalassen, darüber würde ich mich auch unglaublich freuen. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und sage bis zur nächsten Folge.